Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Clash of Clans, heute wieder mit eurem Dancer. Ja, heute haben wir wieder ein ziemlich bekanntes Thema mittlerweile, nämlich schon wieder den nächsten Sneak Peek. Das ist jetzt mittlerweile schon der vierte Sneak Peek in Folge, der rausgekommen ist. Und wie ihr schon erkannt habt auf dem Foto, geht es heute um den Earthquake Spell. Ja, um es gleich vorwegzunehmen, es geht heute in dem Video auch noch um eine andere Kleinigkeit. Und zwar zeige ich euch noch ein paar Clank-Videos, mal sehen, vielleicht zwei oder drei schauen wir uns noch an. Und ich kommentiere die so ein bisschen. Da habe ich ein paar sehr schöne Three-Star rausgesucht, die möchte ich euch sehr gerne zeigen, damit ihr da auch weiter auf dem Laufenden bleibt und nicht hier von Sneak Peeks überrannt werdet. Quasi. Ja, aber das Update kommt ja jetzt auch bald, das heißt, so langsam geht es auch zur Neige mit den Sneak Peeks und ja, es wird ein sehr, sehr großes Update. Und das freut mich auch, dass wir wieder sowas Tolles da bekommen bei Clash of Clans. Das bringt wieder neues Leben rein. Ja, und wie ihr hier schon seht im Hintergrund, habe ich ja schon mal eingeblendet den Earthquake Spell. Das ist das sehr schöne Announcement, das direkt von Supercell kommt und das ganze Ding sieht dann so aus hier. Wie ihr das jetzt auf diesem nächsten Bild hier seht. Das heißt, der Zauber erzeugt einen Ring, so wie alle anderen Spells, die wir fast kennen, bis auf den Blitzzauber, obwohl ich denke, dass der auch so eine Art Ring hat. Und in dem Ring werden Gebäude geschädigt. Und zwar prozentual werden die geschädigt. Das heißt, wenn die viele Lebenspunkte haben, dann werden die genauso viel geschädigt wie kleine. Also 50% von 4000 Lebenspunkten hat man dann 2000 Lebenspunkte und wenn so eine Bauhütte 1000 Lebenspunkte hat, hat die dann 500 Lebenspunkte abgezogen bekommen. Also von daher finde ich das auch ein sehr, sehr guter Zauber. Der wird, denke ich mal, auch sehr, sehr stark sein. Ich bin sehr gespannt, bis zu welcher Prozentzahl das Ganze geht. Ich denke, nicht zu hoch. Mal sehen, vielleicht 50, 60, 60% maximal. Denn da hat man ja auch schon einige Gebäude wirklich sehr stark gedamaged. Aber man kann es nicht wie einen Blitzzauber verwenden, um am Ende hier nochmal die Clanburg-Truppen wegzublitzen. Quatsch, um nochmal, oder um Gebäude wegzublitzen. Sondern das ist ja prozentual nur kaputt gemacht, ja. Wie ihr ja schon auf dem nächsten Bild oben rechts erkennt, haben wir, sind die Lager jetzt auch immun gegen Zauber. Nicht nur gegen den Earthquake-Zauber, so wie man das jetzt hier sieht, sondern dieses Schild, dieses helle, was hier erscheint, das ist bei allen Zaubersprüchen, also bei dem Blitzzauber ja eigentlich nur, ne? Nur der Blitzzauber schädigt noch Gebäude und bei diesem Zauberspruch ist das jetzt ebenfalls der Fall. Ja, der Eiszauber, der hat ja noch nie was gebracht bei Rohstoffgebäuden. Von daher, ja, ist das jetzt vorbei mit dem großen dunklen und Rohstoffweggeblitze. Das hat jetzt ein Ende. Der Blitzzauber kann dann eigentlich ja nur noch verwendet werden, um vielleicht noch ein paar Prozent zu holen. So wie das man jetzt früher schon gemacht hat. Also 5 Blitzzauber, um da in der Champions Liga noch ein paar Prozent wegzukloppen. Vielleicht 2, 3 Prozent oder 4. Und ja, zum Lootgeiern und Loot holen ist halt nicht mehr gedacht. Ja, das war's zu unserem sehr schönen Update, das hier jetzt neu kommt. Und dann begeben wir uns nochmal zu ein paar sehr schönen Clan War Angriffen. Und zwar zeige ich euch hier ein paar Angriffe von unserem vorletzten Krieg, möchte ich euch gerne noch was zeigen. Und zwar hatten wir da eine neue Taktik wieder erkundet, die ja eigentlich schon bekannt ist, aber ja, wir haben sie jetzt hier mal reingeholt. Und zwar die Masshexentaktik. Da habe ich euch ja schon mal was von erzählt und habe euch schon mal ein ungefähr einen Angriff gezeigt und möchte euch heute zeigen, wie das gut gehen kann, wie es aber auch schief gehen kann. Also es ist nicht die Taktik Nonplusultra, egal wie man es setzt, es geht gut. Ja, und da haben wir hier als erstes unseren lieben Ben, der hat hier eine Standard-Rathaus 10 Base angegriffen, eine ziemlich standardmäßige Base, die es ziemlich häufig gibt. Ein bisschen ausgekupfert, ein bisschen kleine teilweise die Ecken. Und der gute Ben hat hier mit 16 Hexen und 12 Magiern angegriffen, einem Golem in der Klammerburg, ist hier von unten gekommen, hat alle Hexen gesetzt. Ihr habt Magier mit dahinter zum Clean, Wut- und Heilzauber mit dazu. Dadurch rennen da die ganzen Skelette natürlich wie Pappenheimer direkt in die Mitte, da haben alle Clan-Truppen zerstört. Die Helden fangen hier an, noch auch auf die gegnerischen Helden zu gehen, bringen noch ein bisschen extra Truppen und Feuer mit ins Spiel. Ja, aber vor allem sind wichtig, dass die ganzen Hexen, wie ihr jetzt seht, die ganze Hexen-Skelettmasse vor allem diese ganzen kleinen Skelette, was die da aushalten. Da können die Multiple 5 Strahle feuern ja die Inferno-Türme ab. Und die kommen da nicht gegen hinterher. Also
Das ist schon eine ziemlich sichere Zwei-Sterne-Taktik bei solchen offenen Bases. Bei Bases, wo viele Mauern sind, da ist diese Taktik nicht mehr empfehlenswert. Also man muss schon, dann müsste man vielleicht noch einen Sprungzauber mehr mitnehmen, damit könnte es klappen. Da öffnet man ja quasi den Raum mit. Aber wenn die Skelette sich an einer bestimmten Stelle verfranzen und die Hexen anvisiert werden können von einem Mörser und man gerade keinen Heilzauber mehr hat, dann sind die Hexen Quatsch, ne? Und wenn alle Skelette auf eine Mauer kloppen und da ein Mörser drauf liegt, da bringt doch kein Heilzauber was. Die Skelette werden gewone-shottet vom Mörser. Also da muss man wirklich aufpassen, bei welcher Base man diese Taktik verwendet. Man sieht ja jetzt ja schön, da sind noch so viele Hexen und man denkt, ja, das wird wahrscheinlich ein Three-Star hier. Die rennen da ja so durch. Und ihr seht schon, wie der Mörser und die Magiertürme da jetzt die Skelettmassen vernichten, ja. An der Mauer. Jetzt fängt das nämlich an. Jetzt gehen die Skelette an die Mauer. Da ist eine Riesenbombe, die werden vernichtet und direkt dahinter gehen die Bogenschützentürme auf die Skelette. Da sieht man das hier sehr schön. Ja, und dadurch, schwuppdiwupps, sind die Skelette sofort dezimiert. Und das Ganze hat ein jähes Ende, obwohl da davor noch bestimmt 12, 13 Hexen rumgestanden haben. Also, wenn das eher passiert, dann endet das Ganze mit 0 Sternen. Das kann ich euch schriftlich geben. Und damit ihr das jetzt auch mal seht, wie das laufen kann, ne? Also hier haben wir jetzt einen richtig schönen hochprozentigen Zwei-Sterne-Angriff von Ben gesehen. Richtig geil. Glückwunsch dazu nochmal. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an, wie das auch laufen kann, wenn einem kleine Fehler unterlaufen. Dann haben wir hier diese Base sehr, sehr offen, sehr beliebt für die Angriffstaktik mit Hexen. Aber ja, wir wussten nicht, welche Seite sollte man nehmen. Ne? Wusste er jetzt wahrscheinlich selbst auch nicht, sonst hätte er nicht von da oben angegriffen. Das war nicht die richtige Seite. Er hätte hier wahrscheinlich von unten besser sogar angegriffen. Ne? Wären dann nicht so viele Gebäude gewesen bis zum Rathaus, hätte er das Rathaus gekriegt. Er hatte jetzt oben erstmal auch sich viel Zeit gelassen, erstmal einiges gecleant. Mit dem einen Golem da viel Feuer aufgenommen, die 17 Hexen auch mit am Start, genau wie der Ben. Ich glaube, der hatte sogar nur 16. Dafür vielleicht ein Magier weniger. Hat hier starke Helden mit am Start. Also, der hat seinen König da jetzt, der König ist fast down, ist leider nicht mit der Skelettmasse mitgegangen, ist dadurch schon direkt am Anfang getötet worden. Skelettmasse kommt jetzt erst im Nachhinein. Der Sprungzauber sorgt natürlich dafür, dass die Truppen da ohne weiteres drüber springen können. Aber, wie ihr seht, springen nicht alle Skelette in die Mitte. Die Hexen jedoch gehen da schon hin. Der Speed-Up funktioniert ganz genauso. Er hat hier einen Sprungzauber aufbewahrt, den wollte er wahrscheinlich schon zum wieder rausgehen nutzen. Hat dann aber jetzt hier schnell links verwendet, weil die Königin da unter Feuer geraten ist. Die ist leider nicht hinter den Skeletten geblieben. Jetzt seht ihr hier schon, jetzt läuft das Ganze wieder so. Hier ist so viel Feuer von der Queen, von den Inferno-Türmen, von allem. Kein Frostzauber, der das Ganze zum Stoppen bringt. Da wurden die Skelette in eins weggebraten und direkt dahinter die Helden, die Hexen anvisiert. Und damit war dann Feierabend. Ja, sobald die Hexen da mal auch nur ansatzweise anvisiert werden können, ist Schluss mit lustig. Ja, dann sind keine Skelettmassen mehr da. Und wenn die Skelettmassen nicht mehr da sind, weil die durch Mörser, die hier unten waren, ne, hier sieht man sehr schön 1, 2 Mörser, die da auch starkes Feuer machen. Hier waren auch Mörser. Also da kann so eine Taktik auch schief gehen. Da ist er hier mit 41% nach Hause gegangen. Und damit ihr das auch mal seht, also es ist keine Nonplusultra-Taktik für große Dörfer. Ne? Also man kann auch nicht per se sagen, hier, nur weil das Dorf groß ist. Und breitflächig gibt es da keine Probleme, da haben die Hexen Auslauf, sondern man muss schon überlegen, wie man damit angreift und sollte auch die richtige Seite hier wählen. In dem Fall wäre es wahrscheinlich sogar von unten sinnvoller gewesen. Schwierig zu sagen, wahrscheinlich aus der rechten Ecke oder aus der linken. Ich weiß es auch nicht ganz genau. Ja, so kann das laufen. So, und jetzt schauen wir uns nochmal den letzten Krieg an. Den hier haben wir ganz knapp gewonnen. Ich muss noch mal ganz kurz husten. Ja, da bin ich wieder. So. Und ja, diesen Krieg haben wir. Oh, warte, das ist der falsche. Diesen Krieg hier hatten wir jetzt letztens. Aber 50 zu 43 gewonnen. Auch sehr, sehr schöne Angriffe mit dabei. Da wollte ich euch noch mal einen Angriff sehr, sehr schön zeigen, wie das Ganze laufen kann. Und zwar diesen Angriff hier von unserem lieben Robin, ein 3-Sterne-Angriff auf die Nummer 17. Da wurden bereits 2 Sterne geholt und da ist der Robin nochmal drüber gegangen zum Clean. Hat da einen gar nicht mal so schwachen Gegner für ihn angegriffen. Rathaus 8er mit GoWP. Da ist er sehr bewandert. Er hat jetzt hier 2 Golems. Und generell kann ich euch sagen, meistens braucht ihr beim Rathaus 8er nur 2 Golems. Das liegt einfach daran, dass die Death noch nicht so stark ist. Wenn eure Golems Level 2 sind oder höher,
dann braucht er nur maximal zwei Golems und könnt den Rest in Packer investieren. Also dann drei Packers. Zwei Packers hat er hier selbst mit dabei und einen dritten Packer mit in der Clanburg, da den Level 5er. Der hat fast so viel Schaden wie, der hat sogar noch mehr Schaden, glaube ich. Der Packer Level 5 hat mehr Schaden als die Golems. Und ja, man kann natürlich auch wahlweise, wenn man jetzt auf Rathaus 9 ist, kann man ja den ersten Golem mitnehmen. Auf Rathaus 8 bietet sich der Packer an und dann kommen hier die Zaubersprüche, wenn die Clanburg-Truppen rauskommen. Die Golems vorne weg, Magier clean dahinter, danach die Packers, damit die in der Mitte laufen, zusammen mit dem König. Die zwei Magier bewahrt er auf, um im Zweifelsfall gleich zu gucken, wo die Verteidigungsanlagen abgelenkt sind. Und da setzt er dann seine Magier hinter, sodass die in Ruhe die Verteidigungsanlagen cleanen können, an die die inneren Truppen, auf denen das Feuer liegt jetzt, wo die nicht drankommen können. Sieht man das nochmal sehr schön weiter oben. Da seht ihr, jetzt hat er den einen Magier unten beim Bogenschützentürm gesetzt. Der Bogenschützentürm greift gerade den Golem an. Ja, und damit hat er den Bogenschützenturm ausgeschaltet und schaltet hier jetzt, hätte sogar noch die Kanone ausgeschaltet, wenn der Hacker nicht gestorben wäre. Er hat hier oben jetzt noch Bogenschützen hintergesetzt. Und jetzt sieht er hier unten, okay, da unten ist ein Packer, der König geht da oben drauf, hier unten sind die Verteidigungsanlagen abgelenkt. Wo setzt er den Magier? Hat er wirklich ganz taktisch das gemacht? Und genauso kann ich das auch sagen. Hier cleant jetzt hier außen die Gebäude. Und ja, zwei Packers rennen da jetzt noch rum, haben noch einigermaßen Leben. Der Golem ist hinter den Tanks, der Magier ist hinter den Tanks. Und den saugt jetzt auch noch der Golem ein bisschen Schaden auf. Der ist natürlich gleich kaputt. Dann beschleunigen wir das Ganze nochmal. Hat hier jetzt noch die Special-Fähigkeit vom König parat, ne, aktiviert und dadurch geht das Ganze in ratzfatz kaputt und auch die Kanone kann da nichts mehr ausrichten. So viel Schaden kann die dann auch wieder nicht machen, dass die drei so starke Truppeneinheiten kaputt macht. Ja, und damit ein sehr schöner Three-Star zum Abschluss auf einen Rathaus Achter. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr gerne auch mehr Clan War Live-Videos wieder sehen wollt, die hoffentlich auch kommen werden jetzt, sobald dieses ganze Sneak Peek-Getue und das Update erstmal wieder weg ist. Abonniert mich gerne, dann seid ihr auf dem Laufenden. Es werden regelmäßig Videos weiter hochkommen. Ich kann das eigentlich abends immer ganz gut einrichten. Ja, und bis dahin sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.